So, weiter geht es mit Resident Evil 4 und ich habe große Angst, aber hier sind viele Krähen. Mir wurde gesagt, ich könnte die mit einer Blendgranate erledigen. Ich finde das interessant, diesen Gedankengang mit einer Blendgranate. Soll ich mal austesten? Oh nee, oh nee, oh nee. Da sind Hunde! Ich habe eine Errungenschaft gekriegt dafür. Ah, da ist ein Hund! Nimmt kein Ende. Das stimmt. Ich dachte, Blendgranaten blenden halt einfach nur. Oh, eine Handgranate gekriegt, nehme ich. Und Pisseten nehme ich ja sowieso. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Ich brauche einen Händler. Ich bin jetzt gerade einfach reingerannt. Aber nein, okay, gut. Nein. Oh, hört ihr das? Oh, der eine hat ein Saphir gehabt, cool. Ich will nicht, dass dieses Tor aufgeht. Ich will nicht. Man hört es ja auch schon so dezent und Leon juckt es gar nicht, ne? Der denkt sich, oh ja, komm, das sind ganz normale Geräusche. Macht der Wind. Passt. Ich wüsste mal gerne. Oh! Wo das ist, wo ich das runtergeschossen habe, das war eher an so einem See dran, ne? Also, so einen kleinen See. Ich kann hier nirgendwo hin. Sauerei. Vor allem das Gebiet ist ja megamäßig klein. Das haben sie kleiner gemacht, oder? 100 pro. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war mal größer. Naja, unser Weg scheint uns ja hierhin zu führen. Warum ich nach ein paar Minuten schon geguckt habe, ob die Zeit vorbei ist, weiß ich auch nicht. Ich kann mal kurz in den Steinbruch gucken. Was ist denn das? Blaues Medaillon? Da ist ein blaues Medaillon! Da ist ein blaues Medaillon! Ist ein blaues Medaillon. Dass das auf der Karte gezeigt wird, sobald man da so dran vorbei latscht. Das sind schon wieder Fußspuren gewesen. Kann ich den da einsetzen? Nein, leider nicht. Schade. Ein Händler! Oh mein Gott, ein Händler! Oha! Oha! Scheiße, dass ich jetzt die Folge angefangen habe, ne? Oh nein. Es wäre aber zu blöd, wenn ich das jetzt einfach. Ich hoffe doch, das ist ein Hinweis auf einen Händler. Das ist doch ein Hinweis auf einen Händler, oder? Bitte. Es war doch immer ein Händler mit Gelb. Da ist noch. Da ist noch. Warte mal. Da ist noch. Schrott? Oh, ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn jetzt dahin? Können sich nicht selber runterfallen lassen, auch schön. Ach da, oh, das habe ich nicht gesehen. Ah, komm. Das ist doch immer ein Hinweis auf den Händler. Bitte. Hallo. Ein Aufzug? Ach, das ist für den Schießstand. Story-relevant ist der Schießstand bestimmt nicht, ne? Sechseckiges Teilstück A? Gut, dass kein Bild auftaucht jetzt auf einmal, als ich es wegklicken möchte. Warum sollte ich hier mich runterfallen lassen? Nee, ich gehe ganz zivilisiert an die Treppen. Wenn schon, denn schon, ne? Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Oh ja. So, was haben wir hier? Händlertipp, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der Extrakohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt?
Wenn du eine getünte Waffe kaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Es gibt keinen Hakenpartner, wir wollen nur dein Bestes. Das ist natürlich gut. Einsame Spitze, Fremder. So. Wofür kann ich dich begeistern? Denk mal, da wird jetzt nichts Neues dabei haben. Wir holen jetzt auf die Koffererweiterung. Ein bisschen Da mehr kommt Platz jetzt hat kein noch Wenn und niemandem Aber. Das geschadet. ist mir egal, Genau wir die holen uns richtige die. Größe für dich. Da kann man ja nichts einsetzen, ne? Ich Sehe ich ja kaufe richtig. fast alles. Weil dann können wir das ja einfach verkaufen, oder? Ein mit seltenen Steinen verzierter Haarschmuck lässt sich sicher verkaufen. Ja, komm. Wenn wir es im Endeffekt irgendwie brauchen und das haben wir verkauft, dann ist das halt so, ne? Die Wiebe haben wir auch noch. Müssen wir die verkaufen? Damit wir das kriegen. Wir kriegen doch bestimmt ein paar mehr Vipern, ne? Ich würde das einfach mal aus. Warte mal, wir Ich machen hab das nur viel Schürfen da besser. draußen nicht weg. Wir machen das viel schlauer. Wenn ihr nämlich sagt, da so, oh nein, blöd, dass du es verkauft hast. Ich habe noch einen Speicherstand. Willkommen. Oder ich merke hier mit der Viper, das funktioniert so nicht. Ich sollte auf Verkaufen drücken, ne? Gut gemacht, Fremdkomm. Jederzeit Ja. wieder. Vipernjak 1 von 3. Alles Willkommen. klar. Na dann, was kann ich für Gut, dich tun? dann haben wir das auch ge das Rätselslösung geklärt. Ein Bei dem bin ich mir hervorragender immer noch nicht Dieb. sicher. Not hat er es gemeint gehabt hier. Er hat sie zwar verkauft gehabt, aber vielleicht sollte er sie besser aufbewahren, nicht, dass doch noch eine Quest kommt, wo wir eine bestimmte Anzahl abgeben müssen. Ja, das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Rein theoretisch können wir hier die Haltbarkeit noch erhöhen, Wenn du aber auch will nur ich den Hauch einer nicht. Chance haben Ich willst, repariere es nenn auf mich jeden Fall. unfänglich, aber für diese Arbeit ist das eben Schaden, Voraussetzung. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. Auch ein Messer braucht hier, wie du es haben wolltest. Ja, Kann gut. ich sonst noch etwas für dich tun? Sonst, ja, die Angenehme Rezepturen Reise. können wir irgendwann mal holen. Sind jetzt aber nicht so notwendig. Alles klärchen. Schießstand weiß ich nicht, ob ich mir den angucken möchte. Machen wir mal. Ich weiß nicht, wofür der gut ist. Absolut nicht. Es kommt auf jeden Fall ein Ladebildschirm. Ein kurzer. Ja. Jetonautomat. Mit drei silbernen oder goldenen Jetons können Sie am Jetonautomaten einen zufälligen Talisman ziehen. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltsamen einen seltenen zu kriegen. Es ist halt nur die Frage, ob wir Dings unsere Munition dadurch verlieren, ne? Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar, noch dazu kostenlos. Ohoho, ihr verwöhnt uns. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Tausche deine Jetons an einem Jetonautomaten gegen Talisman. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falschen Bescheidenheit. Tipps und Tricks: Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in ihrer Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du einen Matrosen erwischt, werden die Punkte abgezogen. Ich musste kurz einen Schnitt setzen, der kleine war mir Mann. Was habe ich für manche Ziele? Braucht es mehr als nur einen Schuss? Balle auf sie ein, bis sie zerbersten. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, tauchen Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Aha. Jetzt verstehe ich das eine Thumbnail bei Bruger. Interessant, interessant. Ding, ding. Was können wir machen? Wir können. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen übrig. Okay. Also, wenn wir die Pistole nehmen, können wir bis zu 7000 Punkte machen. Und wenn ich alle erreiche, natürlich, na dann 1000. 100%. Aha, hier haben wir die Schrot und hier haben wir Pistole. Ne, Gewehr und Schrot? Pistole, Schrot?
Was ist ein SRM? Das kann doch kein Gewehr sein, oder? Na, ich würde mal sagen, wir machen erstmal 1A. Hä? 3, 2, 1, leg los! Doppelkill! Aha. Hey! Da weg, da weg, da weg. Nachladen! Okay. Wie viel Munition wir haben. Ei. So, das haben wir. So. Fantastisch. So geht das. Und die werden schneller. Aber ich habe keine Zeit. Ah! Oh, das war einer mit Dynamit. Ey, aber immerhin A, ah, ne? 6220 Punkte. Was? 3 von 6 nur gekriegt? Und zerstörte Ziele ja zum Schluss, weil ich genau dann nachladen musste. Das war ein bisschen doof. Aber es ist cool und machbar. Und wir haben einen silbernen Jeton gekriegt, ne? Und dann kriegen wir hier so dieses, ja, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Und können wir alles so im Grunde genommen erledigen. Ich würde einmal alles durchmachen. Einfach damit wir... Bitte was? Nein, das war das Ding. Oh, da unten. Da oben. Und da. Ja, der näht doch immer nach. Hat der... Ach nee, der hat ein paar mehr Schuss, aber trotzdem. Oh, 2 auf einmal. Oh, der hatte ein Dings drauf gehabt. Das habe ich leider zu spät gesehen. Rein theoretisch könnten wir wahrscheinlich auch noch... Ey, da war viel zu schnell. Das war ein bisschen schwieriger, weil das halt so eine hohe Nachladedings hat. Aber immerhin auch... Ich weiß nicht, wo die Dinger waren. Aber hey, 2 Ziele haben wir nur verfehlt. Na, das hört man gerne. So. Oh. Oh. So geht das. Oh, der hat ein Dings zur Brust. Oh. Ja, da hätte ich eher das da nehmen müssen. Upsa. Ah, falsches Ding. Echt schwer dazwischen den beiden zu wechseln, wenn du nur eine Waffe hast, schön und gut. Oh, oh, ich habe den anderen dahinter auch noch getroffen. Ah, das ist nicht so gut. Das ist besser die hier, die andere hat zu viel Durchschlagskraft. Ja, das war jetzt nicht so gut, das war bestimmt kein A, nee. Aber immerhin, immerhin einen silbernen haben wir. Gar nicht... Ja, ja. Komm jederzeit wieder, Fremder. So. Genau. Ich hab vorher weggeklickt. Ach, kriegt man Talisman, das ist ja voll cool. Bella-Schwestern. Ach, jetzt kriegt man die Informationen über das Ding. Bella-Schwestern. Da habe ich nämlich echt Angst gehabt, als es hieß, oh, die Zwillinge, dass plötzlich irgendwelche Gegner kommen, ne? 20% häufiger Herstellbonus auf Magnum-Munition. Okay, dadurch, dass ich halt keine Magnum habe oder die Munition dafür. Ich brauche schon 3, ne? Schade. Rein theoretisch könnten wir ihn hier nochmal machen. Nein, ich drück mich nicht davor. Nein, 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 nein. Ich muss mal gerade mein Handy anmachen und gucken. Nein, nein, nein. Wir können ja nicht die ganze Zeit auf den Schießstand verbringen. Aber das ist mal cool zu sehen, ne?
Also wenn ich das jetzt nicht unbedingt aufnehmen würde, sondern privat spielen würde, hätte ich das jetzt definitiv ein bisschen ausgereizt. Und vor allem, wenn es nicht schon so spät wäre und ich auf den Speicherpunkt arbeiten müsste. Warte mal, da ist ja ein Speicherpunkt. Nee, ich will die Folge eigentlich auch noch nicht beenden, ne? So, kann ja mal kurz speichern. Koffer anpassen. Ja, ja. Also wir könnten es rein theoretisch anbringen. Es bringt aber uns nichts. Wir haben ja Platz für 3 Talismane. Ah, ja. Nur das Beste vom Bett. Ach, ist das schön. Ein bisschen mehr Platz hier. Das ist doch mal herrlich. Ach. Wenigstens ein bisschen mehr Platz. So, dann gucken wir uns mal hier um. Oh, ein Tor. Das ist verschlossen. Nee, ist offen. Wieso ist das offen? Und führt uns das? Irgendwo hin wir sollen. Ich bin ein bisschen irritiert. Da kann ich auf jeden Fall mir irgendwas angucken. Das, Leon, war das Ungeheuer im See. Oh, ich hoffe, da wird mich nichts überraschen. Mm-mm. Nein. Gar nichts. Oh, ich will nicht hier runter. Rein theoretisch kann ich mich umsehen. Ja, okay. Oh, ich will nicht mit dem Boot fahren. Ich bin noch nicht geisteskrank. Ich würde mich eigentlich gerne dort umsehen wollen. Gut, dass das in beide Richtungen aufgeht. Hier unten, wo ich erst dachte, nee, ich springe nicht runter. Jetzt bin ich echt verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Warte, machen wir erstmal hier hin. Gucken wir uns hier erstmal um. Wir haben ja gespeichert. Aber ich kann mir gut... ein Fisch im Wasser. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man hier bestimmt dann im Endeffekt zurückkommt. Ich dachte gerade, da wäre eine Bärenfalle. Ich höre schon wieder so ein Quietschedings da. Eine Aufziehpuppe da. Und wenn die immer an so ruhigen Orten ist, dann ist das ja gut. Dann findet man auch wirklich alle. Weil dadurch schaltet man sich halt entsprechende Boni auch frei. Sexier Stein fließt mit einem ungewöhnlichen Muster. Ja, aber hier ist nur eine verschlossene Truhe. Das hilft uns nicht, was wir dabei haben. Leider, leider, leider. Gut, dass wir uns hier nochmal umgesehen haben. Warte mal, wo war die? Ich bin dran vorbeigelaufen. Ja, ich bin dran vorbeigelaufen. Da ist die Leiter. Ja, dann gucken wir mal. Auch an einer anderen Stelle, was es da so gibt. Und ich werde auf jeden Fall die Folge beenden, bevor ich in dieses Boot steige. Das könnt ihr aber wissen. Aber da speichere ich dann auf jeden Fall nochmal vor. Dann mache ich mir die Mühe und gehe nochmal nach oben. Speichere und... ehrlich gesagt, das sieht nicht so aus wie ein Fisch. Das da. Sieht eher nach was irgendwas anderem aus. Nicht nach einem Fisch. Kann ich das von hier aus erreichen? Ja. So. Wenn das Bootsbenzin ausgeht, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt so viel, wie er braucht. Oh ja, okay. Dann können wir also mit dem Boot gar nicht fahren, weil das Benzin braucht.
das Ding. Ich habe es erst gar nicht gesehen. Mein Schrank, den wir öffnen dürfen. Ich nehme das immer noch dem Spiel übel. Dass sie einfach da haben jemand raus springen lassen. Ja, Benzin. Kommt schon, füllt wenigstens das Benzin nach. Ja, ne? Wenn wir hier schon eindringen, weil wir nach jemandem suchen, bitte macht auch alles so bereit, dass wir es problemlos benutzen können. Also Unverschämtheit hier. Also ich nehme mal an, dass das, was wir gefunden haben, hierfür ist. Und dann kann man zum Schluss alles drehen. Entweder kriegen wir noch eins und dann muss man die so hin und her schieben. Oder man kann sie einzeln verschieben, da wo sie sind. So, hier ist nochmal ein gelbes Kraut. Und ein Küchenmesser. Für die Bolzen, weil wir das ja gelernt haben. So, sonst ist hier unten nichts, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, dass ich dorthin gehe, aber Bootsbenzin. Nee, das ist, glaube ich, ein zu großes Gebiet. So macht es den Anschein. Mich irritiert das, dass ich hier so ein Zwischenziel drin habe. Und das da, kann ich das runterschießen? Nee, kann ich nicht, schade. Okay, da freue ich mich ja. Dieses Vieh auftaucht. Ach ja, gut, aber ich werde einen Schnitt machen. Das nächste Gebiet ist dann, glaube ich, doch ein bisschen größer, als was wir jetzt auch an Zeit haben und vor allem, was ich noch an Zeit habe. Immerhin habe ich 3 Folgen aufgenommen. Sind ein bisschen vorangekommen. Ich denke mal, die Hälfte von Kapitel 3 haben wir bestimmt schon geschafft. Wer weiß. Und, ja. So viel dazu. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich renne zurück, speichere noch und mache aber hier schon mal den Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss, eure Tai.